Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, meine lieben Freunde, wir sind wieder auf der eigentlichen Route, wo wir auch weiter müssen, hinter der Dorfbrücke. Und am Ende des Parts hat uns ein Kampf gegen ein legendäres Pokémon uns sehr doll überrascht. Viridium, Pflanzekampf. Und am Ende des Parts haben wir das sogar noch gefangen. Wer es nicht gesehen hat, gerne mal einschalten. Der letzte Part. Und ich hatte die Vermutung, dass der Pokéball nicht mal gewackelt hat. Dass er halt wirklich instant gefangen war. War letztendlich nicht so. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Ich war einfach zu doll konzentriert auf diesen Fangratenrechner oder wie hoch jetzt die Fangchance ist, wenn er halt runter ist von den KP, noch paralysiert ist, mit dem Hyperball, wie hoch die Chance dann einfach ist. Das hätte mich dann schon sehr interessiert. Letztendlich habe ich mich jetzt nicht nochmal darum gekümmert, weil wir haben den dann gefangen. Aber ich war trotzdem sehr, sehr doll überrascht, weil, soweit ich weiß, soweit ich das mitbekommen habe, hat sonst kein Ball zuvor wirklich dreimal gewackelt oder so, angeschweige denn zweimal gewackelt, daher, wow. So, hier, Route 11, ja, da sind wir immer noch. Hier unten gibt es einen Pokéball, wo wir aber nur mit Surfer langkommen. Ja, und Surfer haben wir momentan nicht dabei, aber wir sind gleich in Twin Drake City. Aber da hinten gibt es noch ein Item, richtig? Komm, wir holen uns das schnell so. Ein Top-Trank, das nehme ich doch gerne. Ach, kein Pokémon gekommen. Wunderbar. Ich weiß nicht, was das da für ein Item ist, aber naja. Werde ich jetzt auch nicht herausfinden. Aber vielleicht. Okay, das ist auch nichts Wichtiges. Hätte ja sein können, dass es eine TM ist. Ich habe da mal kurz schnell nachgeschaut. Weil TMs hätte ich das schon gerne. So, da vorne ist doch gleich jemand. Oh, hallo. Dich habe ich ja seit unserer Begegnung in Stratos City nicht mehr gesehen. Du bist hier, um gegen meinen Opa zu kämpfen. Nein, du hast dich nicht gehört. Lysander, der Arenaleiter von Twin Drake City, ist mein Großvater. Obwohl, so richtig blutsverwandt sind wir eigentlich nicht. Die Arena findest du übrigens da drüben. Wäre allerdings nicht falsch, vorher auf Route 9 vorbeizuschauen. Warum das? Aber ich muss schon sagen, dass deine Pokémon haben dich wirklich sehr, sehr gern. Selbst jetzt, wo sie in ihren Pokébällen stecken, kann ich deutlich spüren, wie glücklich sie sind. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Warum sollen wir erstmal auf Route 9? Wir kämpfen hier. So, wir gehen erstmal ins Pokézentrum, so wie eigentlich immer. Und werden hier erstmal abklappern. Wir werden die Stadt wieder erkunden. Vielleicht finden wir hier und da nochmal ein paar gute Pokémon-Kämpfe. Dann mal schauen, wie wir dann weitermachen, ob wir zuerst zur Arena gehen, ob wir da überhaupt reinkommen oder zuerst auf die besagte Route 9. So, hier, du da. Neue Medaillen. Ah, nur eine, okay. Oh, deine Medaillenbox. Diese Box im hellen Himmelblau ist allein Medaillenjägern des Ranges Neuling vorbehalten. Okay. So, hier könnte man theoretisch wieder was kaufen. Wir holen uns mal ein paar Supertränke. Außerdem bräuchten wir theoretisch wieder ein paar Bälle. Aber, ja gut, die will ich mir jetzt nicht holen. Komm, hier 6 Stück. Ah, es gab ja auch in der Stadt zuvor so einen TM-Laden mit Donner, Feuersturm. Würde ich so gerne mir holen, aber 70.000 kostet das. Oh, hier gibt es Finsterbälle. Generell, das ist mir alles zu teuer, so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass eine und dieselbe Person in einer anderen Welt ein ganz anderes Leben führen würde und könnte. Ich kann meinen Lebensabend in vollen Zügen genießen. Diesen Luxus bietet nur Twin Drake City. Ich würde ja zu gerne mal eine der ausgefallenen Pokémon-Arenen besuchen. Aber ich bin ja nicht mal Trainer. Gibt es nicht irgendwo ein nettes Pokémon, das mit mir auf Reisen gehen will? So funktioniert das nicht, mein Lieber. So, Twin Drake City. Sieht an sich so von der Farbgestaltung hier sehr interessant aus. Türkise Wege. So, Es gab da mal eine Gruppe, die lautstark die Befreiung der Pokémon forderte. Ihre Mitglieder haben sich schließlich als Lügen entpuppt. Also sie haben viele Leute zum Nachdenken gebracht. Meine Pokémon haben es mir ermöglicht, Höhen zu erreichen, von denen ich alleine nur hätte träumen können.
Aber ich bin mir auch sicher, dass sie ohne mich nie so stark geworden wären. So, hier gibt's mal wieder die typischen Automaten, die man hier in einem überall sieht. In dieser Melodie finden sich unsere Hoffnungen wieder, wenn sie in der Zukunft Gehör finden. Okay, aber kein eigener Soundtrack. Soundtrack ist so wie bei der Dorfbrücke. So, da geht's weiter. Zur nächsten Route. Wo ist denn Route 9? Das ist doch noch nicht die nächste Route hier. Es kommt doch erstmal Route 10. Oder nicht? Okay. Ach, wir waren. Hä? Wo bitteschön ist Route 10? Route 10 ist verschollen. Ja, mal ganz ehrlich, wo ist Route 10? Ja gut, das hatte hier keinen extra Routennamen. Es gibt keine Route 10. Warum haben die Route 10 ausgelassen? Öffnet sich irgendwann noch mal ein Weg oder so? Oh, interessante Häuser hier. Okay. Das ist hier mal eine ganz andere Stadt. Hast du erst mal ein paar Dekoartikel, willst du natürlich deine Pokémon damit herausputzen. Hast du sie herausgeputzt, willst du sie auch bald auf der Musicalbühne sehen. Also es gibt auch Dekoartikel, die du nur an deinem Geburtstag bekommst. Glaub's oder nicht. Ich liebe Musicals. Aber wie ich sehe, führst du eine Dekobox mit dir. Das lässt nur einen Schluss zu. Auch du liebst Musicals. Damals hättest du gerne eine Dekoartikel von mir. Diese Freude, auch du liebst Musicals. Es ist nicht toll, den Pokémon Lotto tolle Dekoartikel anzulegen. Keine Ahnung. Glaubst oder glaub nicht. Liebe Musicals. Morgen ist ein neuer Tag, da gebe ich dir wieder neue Dekoartikel. Okay, kann man täglich anscheinend hingehen und sich Dekoartikel holen. Das bleibt hier unter uns, ja? Ich war früher ein Mitglied von Team Plasma, aber ich fand's albern, einfach nur stur Befehlen zu folgen, ohne mal über deren Sinn und Unsinn nachzudenken. So habe ich Team Plasma verlassen. Aber sag das ja nicht dem Kerl da drüben, hörst du? Deine einzig richtige Entscheidung, Team Plasma zu verlassen. Das bleibt hier unter uns, ja? Ich bin als Trainer ziemlich wach. Daher finde ich es auch gar nicht mal falsch, dass Team Plasma den Trainern die Pokémon wegnimmt. Für alle, die ihr Pokémon verlieren, ist das natürlich schon hart. Aber sag das nicht dem Kerl da drüben, hörst du? Also der hier ist mir sympathisch, der hier ist mir sehr unsympathisch. Er findet das nicht so verkehrt, wenn anderen Leuten Pokémon wegnehmen. Natürlich. So, ich muss hier erstmal kurz mich mal zurechtfinden, damit ich hier auch nichts verpasse. Warum geben sich die Pokémon eigentlich mit uns Menschen ab, wenn sie dann nur sprechen könnten? Dann wissen wir die Antwort. Aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, sie dann auch zu fragen. Fragen kostet nichts. Wir haben uns über Pokémon-Tausch kennengelernt. Zwar haben wir beide im Pokémon-Kampf unterschiedliche Stile, Vorlieben und Ansichten. Das kann auch sehr reizvoll sein. Es gibt auch Pokémon, die sich durch den Austausch bestimmter Körperteile entwickeln. Okay. Wir entwickeln uns, indem wir unsere Gedanken und Meinungen aus. Okay. Austausch bestimmter Körperteile. Ja. Ich kommentiere es mal nicht weiter. Ich bin ein echter Schallquapp-Enthusiast. Der Schallquapp mehr als jeder andere Trainer liebt. Mir fehlt nur noch ein Schallquapp. Können wir sie im Chor schallen? Dagan, hast du einen Schallquapp dabei? Nein, habe ich nicht. Hätte ich dieses Pokémon doch ins Team genommen. Oder würde es mal vorher irgendwann in der vorherigen Route anzutreffen sein, wie auch immer. Haben wir den schon angesprochen? Nee. Dieser N, oder wie auch heißt, hat er doch ein legendäres Pokémon, oder? Aber war er auch wirklich der Held aus der Legende? Kann ich dir nicht sagen. Kann den N nicht.
Okay, da ist Baustelle. Ist das Route 10? Die verschollene Route? Man weiß es nicht. Willkommen im Haus des Reihumkampfs. Mit diesen Worten wurdest du hier bis vor ein paar Jahren noch begrüßt. Trainer, die Lust auf heiße Reihumkämpfe haben, wissen sich heutzutage eher beim Pokémon World Tournament in Mario City. Mit ihresgleichen. Gibt ihr keine Kämpfe? Falls doch, schau ich mal kurz, wer vorne sein könnte. An sich passt das eigentlich. Luke, Nico und René? Ja doch, das passt. Gut. Die Attacke Mimikry ermöglicht es einem Pokémon, die zuletzt vom Ziel eingesetzte Attacke nachzuahmen und sie sich für den Rest des Kampfes selbst anzeigen. Ein Voltula beherrscht die Attacke Mimikry zwar nicht, aber das tut seinem natürlichen Charme auch keinen Abbruch. Leute, nachzuahmen ist echt witzig. Was sagst du? Traust du dir so unter den Anwesenden in diesem Raum die Person zu finden, die meine Wenigkeiten nachahmt? Alles klar, dann legt mal los. Tapla-Rang. Tapla. Ah, okay. Hä? Oder was? Hä? Ja, ich hab den rechten und den unteren vorgelesen. Das waren andere Begriffe. Die sind die anderen Formen sozusagen. Oder Entwicklungsstufen. Nur den linken habe ich nicht durchgelesen, daher bin ich jetzt links gegangen. Da legst du Gold richtig. Du hast echt was drauf, Trainer. Was, willst du es gleich nochmal versuchen? Dann leg ich mal los. Klick-Klack. Auch der linke. Wie oft muss ich das machen? Ah, jetzt ist der rechte. Oder die, oder wie auch immer. Ja, anscheinend kann man hier nichts bekommen. Ich dachte, man kriegt dann noch was. Aber wir haben es jetzt dreimal gemacht. Spätestens nach dem dritten Mal müsste eigentlich schon was kommen. Schade, dass es da keine Reihumkämpfe mehr gibt. Hätte ich gefeiert. Ich war auf der Suche nach einem Pokémon mit der Fähigkeit Angsthase, aber stattdessen habe ich das hier von. Ich habe echt eine Menge davon, also sollst du es ruhig bekommen. Auch Ball. Ich weiß nicht, was der macht. Ah, es kann. Ah, okay. Ein Item. Ich dachte, das wäre ein Ball zum Werfen. Haben Wünsche und Idealen besiegt. Doch, was bedeutet genau das? Es gab ja diesen Typen namens N, dem das legendäre Pokémon Sekrum erschienen ist. Ist N derjenige, der in Schwarz und Weiß, den man in Schwarz und Weiß gesteuert hat? Ist das N? Wenn nein, werde ich das ja irgendwann noch herausfinden, wenn wir mal Schwarz oder Weiß Let's Playen eines Tages. Ich will ja mal jede Generation oder, ich sag mir jetzt mal so, jede Reihe mal durchzocken, bedeutet von Schwarz 2 und Weiß 2 haben wir jetzt Schwarz 2. Per Diamant Platin haben wir ja Platin schon gezockt. Pokémon Liga ist der Gipfel, den alle Trainer zu erklimmen versuchen. Um in der Pokémon Liga anzutreten zu können, benötigst du alle 8 Ohren. Ab die Top 4 der Pokémon Liga wird Pokémon wohl mehr mögen als der Rest von uns. Ich meine, um so stark zu werden, muss man doch immer auch nehmen. Ja, einerseits das, allerdings gehört auch Können sozusagen dazu. Naja, manche können es halt einfach nicht. Hier ist die Arena. Sieht nach Gestein aus. Wenn Gestein, das wäre natürlich gut. In Gestein haben wir einerseits Jonas, wir haben René. Ja, und das war's auch schon. Aber trotzdem, Gestein wird trotzdem nicht schlecht. Weißt du, wir haben uns wegkommen, sind die Wahrzeichen der Einer-Region. Ich frage mich, wo sie sich jetzt aufhalten. Dass es wohl jemanden gibt, an dem sie ihre Weisheit weitergeben. Lysander ist nicht nur ein kompetenter Arenaleiter, sondern auch der visionäre Bürgermeister von Twin Drake City. Oft trägt er Ringkämpfe mit seinen Pokémon aus, um sie abzuhärten. Ey, wäre mal geil, wenn er beim Battle dann, nicht Battle, sondern beim Arena-Kampf eine Reihe Umkampf da macht. So, wir sind jetzt hier durch. Wir waren überall drinnen. Jetzt ist die Frage, sollen wir schon in die Arena reingehen, wenn es nur die Stein-Pokémon sind? Wir gehen einfach mal rein. Es könnte auch Drache sein. Willkommen, das ist die Arena von Twin Drake City. Hier nimm erstmal dieses Tafelwasser. Aha, danke dir. Na, was hältst du von diesen beiden Drachenstatuen? Alter, das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Denn wahrscheinlich Drachen-Pokémon, kein Gesteins-Pokémon. Ich dachte wegen Gesteins-Statue halt Gestein.
Große Statuen gibt es in keiner anderen Arena in Einheit zu bestaunen. Hier in dieser Arena ist es über die Drachenköpfe an der Spitze zu gelangen. Dort wartet Lysander, der Arenaleiter. Lysander kämpft übrigens mit Pokémon vom Typ Drachen. Ein Tipp dran, Pokémon sind schwach gegen Drachen und Eisattacken. Was? Weiß nicht bei mir, okay? Okay. Drachenattacken haben wir mit Michelle. Allerdings sind auch die Drachenattacken der Gegner effektiv auf Michelle. Daher kann es richtig toll spannend werden. Und wir haben sonst keine effektiven Attacken. Es sei denn, die gegnerischen Pokémon haben noch einen Zweityp, wo wir irgendwas in der Hand haben. Es wurde zwar gesagt, wir sollen erstmal auf Route 9 gehen. Allerdings will ich hier mal schauen, wie stark die sind. Also ich werde dementsprechend halt jetzt einen Kampf führen. Ich nehme ruhig mal Michelle mit nach vorne. Die soll möglichst hochgelevelt werden. Wie bei einem Drachen, der dem Himmel entgegenfliegt, liegt auch mein Ziel immer noch ein Stückchen weiter oben. Ah, das ist ein Trainer. Ich dachte schon, der kämpft nicht, weil der nicht selber reagiert hat. Weiterentwicklung von Milzer. Milzer, Boden, Rache. Sehr, sehr interessant. Komm, Feuer, Odin. Ja, wir sind als erstes dran. 46! Okay, Leute. Das heißt, wir werden auf Route 9 jetzt hingehen. Ihr seht, wir werden komplett zerstört und das von dem ersten Trainer. Okay, Boden, Drache. Wir gehen zu Jonas. Ich weiß nicht, ob Pflanze gegen Boden nochmal sehr effektiv war. Wir probieren es jetzt hier einfach mal. Wir greifen wenigstens als erstes an. Ah, shit. Dünner, okay. Macht eh nichts. Drachentanz. Okay, er ist auf jeden Fall besiegt. Er hat seine zwei Runden halt nutzlos verbracht, um nutzlose Attacken einzusetzen. Ja gut, er hätte zuerst Drachentanz machen können und dann mich angreifen können. Das wäre klug von ihm gewesen, aber der Verhöhner, der war unnötig. So, dann haben wir den ersten Trainer hier besiegt. Kurz. Ja. Hallo, hier hat sich was aufgeleuchtet. Ich habe jetzt mir nicht durchgelesen, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat einen Tipp gegeben oder so. Ja gut, wenn man die Tipps nicht annimmt, hat man selber Pech. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir 5 Level oder so ansteigen auf der nächsten Route. Mit allen Pokémon 5 Level ansteigen. Ja, das wird hart. Das wird richtig toll hart. Wir werden solche Probleme in der Arena haben. Aber wird halt dementsprechend auch spannend. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu Route 9. Es war so vor 2 Jahren. Ein Mann kam mit seinem legendären Pokémon Zekrom nach Shipwreck City. So, Route 9. Ach, das ist ein Trainer, lol. Okay. So, Route 9, da kann ich ja kurz schon mal vorbereiten, was man hier für Pokémon antreffen kann. Es gibt aber in einer eine Route 10. Sag mir Pokémon, Pokéwiki. Ich werde aber nicht auf Route 10 draufklicken. Falls das irgendwie noch eine Relevanz hat, möchte ich mich natürlich nicht spoilern lassen. So. Pokémon, da. Ein Zurukex. Liegen. Obwohl, das war doch nicht vom Typ Kampf. Kampf. Glaube ich, oder? Ach. Ich hatte eh die Attacke ab. Ah, dann wechsle ich mal kurz zu René. So, im hohen Gras findet man zu 30% ein Picochilla, 15% jeweils ein Deponitox oder ein Gladiantri und zu 5%, erstmal 10% ein Cleopatra, zu 5% ein Slimog. Dann nur in Schwarzwald findet man zu 25% ein
gibt nur Morba. Wir sehen, haben wir ja schon. Nico. Und zu 25% nur in Weiß 2 ein Mito das. Level 41 für René. So, geht gleich weiter. Ich möchte kurz Michelle mal einen super Trank geben. Ah gut, da reicht eigentlich ein Trank aus. So, passt. Ich dachte, sie hat mehr KP verloren. So, da gibt es noch jemanden, der kämpfen will. Ah komm, dann da in den Kampf. So, dann gibt es noch das dunkle Gras. Da sind die Prozentwerte bzw. die Häufigkeiten und auch die Pokémon genau gleich, außer höher gelevelt. Bedeutet, ich werde das jetzt nicht nochmal vorlesen. Oh, ein Gladiantri. Stahl, Licht, da müsste eigentlich Boden sehr effektiv sein, oder? Setzen wir mal Erdkräfte ein. So, dann gibt es noch das raschende Gras. In Schwarz, auch in Schwarzwein und in Weißwein. Halt in Weiß. Raschenden Gras 80% ein Ortor, 5% ein Schillerbell, 10% ein Emolga, dann nur in Schwarz 2 zu 5% ein Morbitesse, eine Morbitesse und nur in Weiß 2 zu 5% ein Zitomega. Dann gibt es noch per Schwarm ein Schluckwäsch zu 40%. Wer sich das Leben freuen, der kauft nur hier im Kaufhaus 9. Okay, ein Kaufhaus. Da unten war, ach, da merken wir uns, dass wir da noch hin müssen. Ein Kaufhaus, das ist so wie in Schleide der vierten Gen. Geil. Oder im Inneren des Kaufhauses von jemand zum Kampf herausgefunden. Naja, wer ist so schön? Nur die Harten kommen in den Garten. Im Erdgeschoss findet man eine große Auswahl an Tränken und Schutzartikeln. Im ersten Stockwerk hingegen TMs, ja, geil, und Briefe. Auf die Suche nach Items ist, welche die Basiswerte dauerhaft annehmen oder während eines Kampfes von großem Nutzen sind, wird im zweiten Stockwerk bedient. Wir haben es die Art und Weise, in der Fremdführer Gürde Besucher durch die Arena führt, derart angetan, dass ich ab und zu versuche, ihnen ein wenig nachzuahmen. Okay. Dann gibt es hier wirklich alles. Ah, okay, das ist hier nur eine Beschreibung. Eine junge Dame aus gutem Hause. Bin es nicht gewohnt, mich selbst um Dinge kümmern zu müssen. Oh. Das soll sich aber nun ändern, denn ich bin heute hier, um Einkäufe zu erledigen. Aus Mangel an Erfahrung bin ich vollkommen überfordert. Sag, das ist so gut, mir einen Hypertrank zu besorgen, wenn ich dir das nötige Kleingeld dafür gebe. Das ist... Solche Menschen mag ich nicht, die einfach nichts machen. Wirklich nichts. Gusti versucht es jetzt einmal. Das ist lobenswert, aber... Ja. Da wäre vielleicht noch ganz gut, dass sie das mal mit dem Hypertrank probiert, aber naja. So. Braucht er jetzt extra keinen kaufen? Oh, ich krieg eine Kraft dafür. Oh, das ist auch ein Trainer. Gibt es hier mehrere Trainer? Ja, geil. Dann ist das hier nochmal ein bisschen spannender. Das gefällt mir. Generell, das finde ich in dieser Generation, zumindest hier in Schwarz 2, sehr, sehr gut, dass häufig langweilige Orte, oder Orte, wo man vielleicht größere Orte, da hier und da nochmal einen Kampf gibt. Das finde ich gut. So, Feuer Odin. Damals Pikachu lockt. Kann uns jetzt eher weniger was antun. Wieder hell. Ah, mein Gott. Tschüss. Was? Ist überlebt? Ganz knapp. Okay, okay. Wieder hell könnte stärker werden, je öfter die Attacke eingesetzt wird. Aber es ist jetzt ewig weg. Weg, natürlich Weg. Level 42. Kurz mal auf die Zeit schauen, nicht dass wir hier Überlänge machen. Oh ja, eine Minute geht noch. Also wir schaffen dieses Stockwerk schnell noch. Ich kann den heutigen Abend gar nicht mehr abwarten, denn heute Abend geht es richtig die Post ab. So, dann schauen wir mal direkt hier mal rein in den Laden. Hallo, ja, ich helfe natürlich. Ups, hab ich jetzt hier gemacht. Danke, übertragen Top-Trank. Top-Trank gibt es hier. Pokewedel. Ja, ist eine schöne Auswahl. An sich ist, glaube ich, der Top-Trank neu. Und das kennen wir schon. Wir können aber mal kurz schauen, ob wir irgendwas verkaufen können.
Und den trinken dann hier. Haben wir doch einen Riesenpilz. 2500 nehme ich. Sternstück. 4900 nehme ich. Nee. Oh, zwei Riesenperlen. 7500. Ja. Ja gut, das war's auch schon. Ja, wir haben trotzdem ein bisschen Geld gut gemacht. Im nächsten Part werden wir dann hier das Kaufhaus weiter erkunden. Mal sehen, was es hier für geile TMs gibt. Ich hoffe, richtig gute TMs, die wir auch uns leisten können. Dass wir mal generell attackentechnisch vielleicht hier und da mal eine Attacke erlernen können. Zum Beispiel, kann ich aber mal kurz hier nochmal zeigen. René braucht unbedingt mal eine bessere Stahlattacke und eine bessere Kampfattacke. Die Kampfattacke haben wir, glaube ich, seit Part 5 oder so. Stahlattacke haben wir auch schon eine Weile. Dann, ja, Finn bräuchte auch mal eine bessere Geistattacke und auch mal eine bessere Feuerattacke. Nico ist mit der Psychoattacke eigentlich sehr gut drauf. Michelle ist auch gut drauf. Jonas auch und Luke auch. Also gerade hier Finn und René, die beiden. Aber mal sehen, ich lasse mich überraschen. Vielleicht gibt es auch für die anderen ein paar gute TMs. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und tschüss.